Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Kurzgekläfft. Hallo Sandra, grüß dich. Hallihallo Mitch. Ja, heute haben wir uns ja mal überlegt, dass wir uns über Nahrungsaufnahme bei Hunden unterhalten wollen und da über eine ganz spezielle Form der Nahrungsaufnahme und zwar das Schlingen. Der ist quasi die ganz normale Form der Nahrungsaufnahme beim Hund. Ja, wobei ich glaube, da gibt es solche und solche. Also es gibt ja Hunde, die viel entspannter fressen, ne? Mhm. Und dann gibt es so Hunde wie meinen, der entspannt in sehr kurzer Zeit frisst, aus seiner Sicht. Ne? Ja, also ganz komisch, ne? Wenn ich das zu Hause mal vergleiche. Beim Dale ist es so, dass er zwischendurch auch mal, wenn der Napf voll ist, dann frisst er ein bisschen, steht er auf und geht nochmal ein bisschen gucken drumherum und kommt dann wieder und frisst weiter. Und bei Niki gibt es keine andere Realität als das Futter und sie in dem Zeitpunkt, wenn es darum geht zu fressen. Ne? Ja, und das Futter muss sofort nach innen gelangen. Ja. Der Weg dahin ist eigentlich nur anstrengend, weil es nicht schnell genug gehen kann. Ja, das stimmt. Also wenn wir jetzt mal Schlingen und Schlingen betrachten, also zum einen hast du ja das Schlingen als die Form, wie die Nahrung vom Boden in den Hund hinein gelangt und dann im Magen landet, ne? Also in der Form von, ich nehme sie mit dem Maul auf und schlucke sie am besten so schnell wie möglich runter, ohne groß irgendwas zu kauen oder zu machen. Ne? Dann hast du einmal dieses Schlingen quasi, zum Beispiel in der Abgrenzung zum Knabbern oder Nagen oder Reißen. Also Nagetier schlingt ja zum Beispiel nicht. Nagetier, das knabbert da so vor sich hin, oder auch eine Kuh oder ein Pferd kann ja gar nicht so schlingen. Ne? Mhm. Und dann kannst du natürlich auch das Schlingen im übertragenen Sinne nehmen. Also so dieses, oh mein Gott, es geht gar nicht schnell genug und ich muss mich ganz doll beeilen. Und also auch so diese psychische Komponente des, die Nahrung muss ganz schnell da reinkommen. Mhm. Und das kannst du halt so alles mit dazu nehmen. Jetzt so rein von der Art des Fressens her ist es natürlich ganz normal, dass Hunde schlingen. Also die sind halt dazu evolutionär veranlagt, große Stücke von Fleisch zum Beispiel oder von dem, was sie so kriegen, sei es auch Brot oder sonst was, ziemlich schnell nach unten zu befördern in den Magen. Mhm. Und wie krass sie dabei aber auch Stress haben. Also ne, ob der Hund jetzt sagt, ich habe zum Beispiel am Anfang meines Lebens immer so wenig Futter gehabt, dass es für mich echt ein Thema ist, jetzt welches zu haben und ich muss mich da beeilen, weil ich habe Angst, dass ich nicht wieder genug Futter habe, ne? Dann hast du ja schon da auch ein Stressthema mit dahinter. Oder ob du halt auch so einen Hund hast, der sagt, ach ja, auch Futter, na ja, wenn es sein muss, dann esse ich halt mal ein bisschen was und dann esse ich das auch langsam und lass mich ablenken, ne? Was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass wir Menschen uns nicht einreden lassen, dass Hunde nicht schlingen dürfen. Mhm. So. Drauf gekommen bin ich ja, weil mich eine Kollegin gefragt hat, ja, hier, guck mal, gibt die und die, es gibt die und die Anti-Schlingennäpfe und so, was soll ich denn da für meinen Hund holen, damit die nicht immer so schnell frisst? Wo ich halt auch so meinte, warum? Also, hast du damit ein Thema, dass dein Hund so schnell frisst? Weil du es schade findest, dass er das Essen nicht wertschätzt? Oder verschluckt sich dein Hund ständig und es wird ein medizinisches Problem? Also wo ist da der Hintergrund? Oder fällst du einfach nur auf die große Marketingmaschinerie rein, die da sagt, Hunde brauchen unfassbar viele Produkte, damit wir diese Produkte auch verkaufen können, die Hunde eigentlich gar nicht brauchen? Gut, so. Hier kann ich ja mal kurz ein bisschen spoilern. Da kommt ja sowieso noch mal eine Folge in naher Zukunft, wo wir uns noch mal zum Thema Technik und Hunde oder Gadgets und Hunde unterhalten. Aber sage ich jetzt gleich auch noch mal was zu. Vielleicht noch mal eine kleine Frage vorab. Und zwar, du hast ja gesagt, evolutionär ist es so, dass Hunde Schlingfresser sind. Mhm. War das in der Vergangenheit denn dann so, dass das die Idee hatte, dass der Hund halt einfach schnell viel Nahrung aufnimmt, damit kein anderer sie wegnehmen kann? Oder ist das ein Befriedigungsthema? Oder wie kann man das am besten einordnen?
Nee. Also, wenn du da jetzt wirklich zurückgehst, mal bis zur Abstammung, ne, vom Wolf. Also, auch wenn Hunde natürlich andere Nahrung inzwischen vertragen als Wölfe und auch ein anderes Verdauungssystem haben, trotzdem ist da ja vom Verhalten ja schon auch noch was übrig geblieben. Ne? Und wenn du jetzt Beutegreifer hast, und das sind ja nicht nur Wölfe, kannst du auch Löwen nehmen oder Jaguare oder was auch immer. Ne? Also Tiere, die Beute schlagen, die wollten natürlich schon das, was sie da erjagt haben, relativ schnell verschlingen, also essen, weil es könnte ja auch der nächste Beutegreifer um die Ecke kommen und sie dort vertreiben. Also lass jetzt einen Wolf ein Reh haben und dann kommt der Bär und sagt, ja, ha, hau du mal ab, ich nehme jetzt das Reh. Also es ist schon klug, relativ schnell relativ viel im Bauch zu haben, denn das kann einem nicht mehr weggenommen werden, ne? Und da kommt das halt her. Und Wölfe können zum Beispiel bis zu 13 Kilogramm Fleisch auf einmal so zack, zack, zack runterschlingen und dann liegen sie halt den ganzen Tag da und sind platt und schlafen und pupsen und keine Ahnung was, ne? Aber da geht halt sehr schnell sehr viel rein, ohne dass sie da ein Problem mit haben. Und natürlich sollen jetzt Hunde nicht ständig Unmengen an irgendwas runterschlingen. Und sie haben auch nicht mehr diesen krassen Druck. Und das erklärt natürlich auch, warum nicht alle Hunde so geil aufs Futter sind, ne? Also hat sich natürlich in der Domestikation schon einiges gewandelt. Du hast Linien von Hunden, die es halt gewöhnt sind, dass immer Futter da ist, dass immer alles gut ist. Die sind dann fast schon mäkelige Fresser, ne? Also gerade im Bereich der Schoßhunde und Gesellschaftshunde in Anführungsstrichen, die sich halt auch schon sehr lange nicht so ums Futter kappeln mussten, wie vielleicht irgendwelche Hofhunde oder Arbeitshunde, die in der Meute gehalten werden, wo dann einmal Futter in den Hof gerufen wird und alle müssen sich da irgendwas holen und wer halt schneller ist, hat halt mehr, ne? Da kommen halt schon nochmal Unterschiede auch in der geistigen Haltung zum Futter zustande. Sind halt nicht mehr wie Wölfe, aber trotzdem ist so dieses schnell und viel nicht unnormal, ne? Es ist einfach normal. Es ist aus der Vergangenheit erklärbar und es ist nichts, weswegen wir uns jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen machen sollten oder Stress. Ganz im Gegenteil, wenn du jetzt anfängst, du hast einen Hund, der normal halt frisst und auch gerne frisst und auch zügig frisst. Also nimm jetzt Niki, ne, die sagt, oh, hier Futter, ne, mag ich sehr und hätte ich gerne schnell im Bauch, kann mir es dann auch keiner wegnehmen. Wenn du da jetzt anfängst zu versuchen, dass sie das nicht so schlingt und dann kommt da der Fokus auf das Futter und dann machst du hier den Trick und da den Trick und gibst dir halt ganz große Mühe, dass die Futter langsam zu sich nimmt, dann kann es im ungünstigsten Fall passieren, dass es für sie immer wichtiger wird. Ja. Also, dass du den gegenteiligen Effekt erzielst, weil sie sagt, ah, oh, so ein Gewebe um das Futter, jetzt gib's doch einfach her und ich will es doch einfach noch fressen, ne? So, und dann wird sie noch gestresster und will noch schneller und so. Also manchmal muss man da echt gucken, was für einen Hund hat man da vor sich und ist es wirklich sinnvoll, den von Schlingen wirklich auch abhalten zu wollen? Oder lässt man es nicht einfach und gut ist, weil es ist ja gar nicht so tragisch. Was soll passieren? Ne? Gibt es denn irgendwas Medizinisches, was gegen das Schlingen spricht, jetzt im Grundsatz? Wir nehmen jetzt mal irgendwelche gesundheitlichen Probleme und so, die einfach mal weg. Aber so der Durchschnittshund, ist es ein Problem, wenn der seine 2, 3 Rationen am Tag weginhaliert? Nö. Ne, solange die Futterstücke so groß sind, dass er die nicht aus Versehen in die Luftröhre bekommen kann, ne, also nicht aspirieren kann, das wäre dann halt ein Thema, ne, wenn du so winziges gemahlenes Futter da in den Napf haust, dass er beim Schlingen dann sich ständig verschluckt, dann hast du ein medizinisches Thema. Und wenn du auch da ist ja von Hund zu Hund verschieden, also es gibt Hunde, die schlingen ihre normale was weiß ich, Fleischmahlzeit oder wenn du ein geweichtes Trockenfutter hast oder so, ne, die das relativ schnell hinterfressen und die dann aber, wenn du denen mal einen Knochen gibst, einen Fleischknochen, irgendwas zum Kauen, die sich trotzdem Zeit nehmen und das in Ruhe kauen und nagen, dann hast du auch kein Problem. Hast du einen Hund, der wirklich alles, was auch nur ansatzweise irgendwie essbar ist, so wenig wie möglich kaut und so groß wie möglich runterschluckt, dann kannst du natürlich auch da wieder medizinische Probleme bekommen, wenn der riesige Stücke Knochen einfach runterwirkt und das nicht ordentlich macht. Sei es, dass ihm was im Hals hängen bleibt, sei es, dass er einen Darmverschluss bekommt,
weil zu viel Knochen da drin ist oder was auch immer, ne? Also da muss man halt auch schon mal nochmal im Einzelfall gucken, was kann der haben, wo muss Da, man vielleicht also, aufpassen, ja. ne, wer da nochmal genau nachhören möchte, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht mit der Knabberkiste. Zu Kaulastien, ja, Ne, genau. da haben wir ja Ja. ganz breit von unserer Expertin, der Melanie, die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Kauartikeln besprochen. Und da könnt ihr euch auf Das jeden war Fall auch nochmal. Jessi, Entschuldigung, ja, es Jessi. tut mir leid, Jessi, ja, genau, sorry. Das Genau, aber ne, da haben wir die Sachen ja nochmal ganz Ja. detailliert besprochen und da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal nachhören. Ne? Ja, genau, das war Folge 8, glaube ich. Ja. Also ich glaube, was ganz viel ist, ist natürlich, dass die Leute das Gefühl haben, oh, das gute Essen und ich habe das jetzt ja super duper lecker gemacht und mit Toppings und mit, keine Ahnung, Sößchen und was auch immer. Und dann hat der Hund das da in 30 Sekunden hinter. Und ich glaube, das ist ganz oft ein Thema, was die Menschen haben mit diesem ganzen Anti-Schlingkram. Dass sie halt gerne hätten, dass der Hund das, was sie da mühevoll zusammengerührt haben, auch ein bisschen wertschätzt. Der Okay, Arsch. macht vorher ein Foto und stellt es dann auf Instagram. Ich kann ja noch mal ganz kurz unsere Erfahrungen teilen. Wir haben am Anfang, als wir Niki bekommen haben, auch mal einen Anti-Schlingennapf ausprobiert. Wie sieht sowas aus? Also im Endeffekt, glaube ich, gibt es auch in allen Arten und Formen, aber wir hatten halt einen aus Keramik und in der Mitte war da, wo eigentlich ganz normal die Kuhle ist, wo das Futter drin ist von dem Napf, war so eine Art Spirale eingearbeitet mit der Idee, dass wenn da drin das Futter ist, es erheblich länger dauert, das da rauszufummeln. Und dann haben wir das aufgestellt und sie das erstmal damit gefüttert und der Effekt war, dass sie noch gestresster irgendwie unterwegs war und dass danach der Bereich, wo sie gefressen hat, wirklich ausgesehen hat wie die Sau. Das heißt, wir haben das Ganze eingestellt, wir haben den Napf dann irgendwann verschenkt. Mag bestimmt auch Hunde geben, die damit ganz gut klarkommen und dann deswegen langsamer fressen. Aber das, was für uns am besten funktioniert, ist dadurch, dass Niki ja Trockenfutter kriegt, weichen wir das Ganze ein bisschen ein oder mit Wasser halt ein bisschen auf und dann, bevor sie es bekommt, drücken wir das mit einem Löffel ein bisschen an, dass das eine festere Oberfläche zusammengibt, ne, so ein bisschen klebrig fest, ne, so dass sie dann sich da etwas durcharbeiten muss. Und ich bilde mir ein, dass sie da gefühlt 4 Sekunden länger für braucht, als wenn das Ganze anders ist, aber, alles in allem ist auch egal. Wenn die dann happy ist und schlingt, dann soll sie das halt machen. Und ich sag mal, da kann ich dich beruhigen, Sandra. Sobald sie halt einen Knochen kriegt und sowas in der Art, nimmt sie sich schon die Zeit und legt dahin. Also es ist irgendwie immer dieses Ritual mit der Napf kommt, der wird hingestellt und dann Unterkiefer ausklinken und reinbaggern. Ne? So, aber nun gut, mein Gott. Ja, und also nochmal zwei Aspekte. Zum einen kann man diese ganzen Anti-Schlingen-Dinger ja auch als Beschäftigung nutzen. Ne, dann hat es ja nochmal einen anderen Hintergrund. Dann machst du das vielleicht nicht bei jeder Mahlzeit, sondern sagst auch heute, was weiß ich, regnet's. Wir machen ja auch nochmal eine Schlechtwetterfolge, haben wir uns vorgenommen. Aber da würde das so mit reinpassen. Deswegen verteile ich mal das Futter, sei es in so einer Leckmatte oder in einem Anti-Schlingennapf, der sehr ausgefallen ist oder was auch immer. Und der Hund braucht mal ein paar Minuten und ist beschäftigt über die Fütterung. Ne? Dann kannst du das so machen. Und das andere, was du halt mal machen kannst, wenn du das Gefühl hast, dein Hund schlingt, weil er unfassbar Stress mit Futter verbindet. Also weil er vielleicht zu Beginn des Lebens zu wenig Futter hatte, was auch immer. Ne? Also was auch immer dir da so im Kopf ist, warum du denkst, ah, der schlingt eigentlich nur, weil der Angst hat, das Futter ist schnell weg. Da kann manchmal helfen und das kann man einfach ausprobieren, dem Hund über mehrere Tage so viel Futter zu geben, dass er im Idealfall aufhört, bevor das Futter alle ist, weil er wirklich satt ist. Das kann bei manchen Hunden deswegen immer Ich individuell muss gucken, gerade zur Not ein mit dem bisschen Trainer lachen. besprechen, ja. Es gibt Hunde, die fressen dann auch 10 Kilo, das natürlich nicht, ne? Aber schon mal so ein bisschen mehr geben. Und dann führt das bei manchen Hunden dazu, dass sie dann sagen, ah, okay, es gibt immer genug und ich höre mal auf, so zu schlingen und es fresse ein bisschen langsamer, ne? Und man kann dann solche Tage auch immer mal wieder ein- oder zweimal die Woche beibehalten, dass man das ja nicht mal jeden Tag hat, sondern dass es immer mal so einen Tag gibt, wo der Hund echt viel hat.
Was auch mega cool ist, was wir gerne machen, sowohl zur Beschäftigung als auch zum, der Hund hat dann vollen Bauch. Wir kaufen manchmal beim Schlachter Pansen am Stück. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Das ist eine sau ekelhafte Ich, Angelegenheit, wenn du ja, ich da so kenn's, ja. 10 Kilogramm frischen Pansen am Stück. Das ist dann auch wirklich ein riesige Decke quasi an Kuhpansen. Das transportieren wir in einem riesigen stinkenden Sack auf eine Wiese, haben dann da ein großes Messer und schneiden halt so, ja, 1 bis 1,5 Kilo Brocken raus. Und dann kriegt jeder Hund so ein Riesenteil. Zum einen kauen die da ewig dran und zum anderen sind die mal so richtig, richtig, richtig satt. Na, also für die ist das dann Pansenparty. Das haben wir jetzt auch schon echt eine Weile nicht mehr gemacht. Müssen wir wieder machen. Aber Ja, das mach doch ist halt das auch was. nächste Mal ein paar Fotos davon, wenn du das machst. Oder eine Story für unseren Ja, Kanal. Pansenparty-Story, ja. Das ist halt auch was. Da können die Hunde schlingen, da können die Hunde reißen, da können die Hunde wirklich mal so fressen, wie man sich das zumindest als Mensch romantisch vorstellt, mit seinem Raubtier. Man selber hat was zu tun und zu gucken, ja, und freut sich. Ich habe zu dem Thema noch mal vor einiger Zeit was gelesen, und zwar, dass es wohl auch ein Konzept sein könnte, in zwei Etappen zu füttern. Also, dass man dem Hund erstmal etwas zum Anfüttern sozusagen gibt, dann etwas wartet, damit dann das natürliche Sättigungsgefühl schon leicht ansetzt und dann den Rest nachfüttert, sodass er dann mit weniger Brand, sage ich mal, Hungerbrand, den Rest frisst. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, keine Ahnung, aber das habe ich auf jeden Fall mal Ja. gelesen, ne? Spontan würde ich sagen, das kommt aus einer vermenschlichten Ecke, weil wenn ein Raubtier 10 Kilogramm Futter hinterhauen kann, scheint das Sättigungsgefühl ja wirklich ziemlich spät erst einzutreten. Also was willst du in diesen 2 Portionen geben? Oder auch in der ersten, damit da wirklich ein Sättigungsgefühl eintritt. Weißt du, also das, da würde mich mal die Meinung von einem Tiermediziner interessieren oder auch das Wissen eines Tiermediziners. Also ist das so? Gibt es das? Haben Hunde tatsächlich einfach nur, weil da ein bisschen was drin ist, dann dieses, wie bei uns, ne, wo man so sagt, ja, iss mal langsam, weil dann isst du nicht so viel, weil dann kommt das Sättigungsgefühl. Ja, aber bei mir passen auch keine 10 Kilo in den Bauch. Also da kann ich mich auf den Kopf stellen. So. Und wenn ich jetzt kein Extremmensch bin, der immer diese komischen Fresswettbewerbe mitmacht und seinen Magen schon extrem gedehnt hat und so, die werden sicherlich auch ein anderes Sättigungsgefühl haben. Ja, aber beim Hund, Also keine gerade Ahnung. mal auf einen Blick, ich habe es mal kurz gegoogelt, und dort wird auf jeden Fall medizinisch bestätigt, dass Hunde ein Sättigungsgefühl haben. Eher chemisch belegt, ne, steigender Blutzuckerspiegel und so weiter. Es steht jetzt leider nicht da drin, wie schnell das einsetzt oder, Genau. ne, so, das kann ich jetzt Also sie leider werden nicht. schon ein, ja, sonst würden sie ja 20 oder 30 Kilo fressen, ne? Tun sie ja nicht. Aber ob dieses Sättigungsgefühl quasi von 300 Gramm Futter schon tatsächlich Ja. ausreichend ausgelöst wird, das weiß ich nicht. Ja. Wenn du jetzt sagst, du fütterst so in Etappen, dann fütterst du ja nicht erst 3 Kilo und dann nochmal 2, sondern bleibst ja in einem sehr kleinen Rahmen. Ja. So. Und da Na habe ich keine gut. Ahnung, weiß ich nicht. Da hätte ich nur spontan gesagt, wer weiß. Also Also Glenn eigentlich ein hat kein interessantes Thema für ein Sättigungsgefühl. Kurzgekläfft. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir jetzt eigentlich noch weiter darüber reden können, weil sich da ja immer mal wieder so hier und da kleine Fragen auftun. Aber vielleicht vertiefen wir das ja irgendwann noch mal später mit irgendeiner Ergänzung oder greifen das noch mal auf. Und ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und Bis bald. bis bald. Tschüss. Tschüss.